Warte, oh Gott. Die ist vollgestopft bis oben hin, das merke ich. Ja. So. Hallo! Hallo, liebe Bücherbubba! Ich habe heute wieder die Jenny bei mir sitzen. Sie hat eine Kiste auf dem Schuss. Was könnte das wohl heißen? Wir packen heute die neue Get Digital Lookbox aus. Oh yes. Beim letzten Mal haben wir schon rausgefunden, dass das Special Thema zu Batman sein wird, richtig? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Du weißt es nicht mehr. Also ich meine, das Upgrade wäre dieses Mal zu Batman, aber ein bestimmtes Thema weiß ich noch nicht, ob es gibt. Okay. Das müssen wir herausfinden und das werden wir jetzt herausfinden. Letztes Mal gab es, glaube ich, letztes Mal was Ghostbusters, ne? Aber genau, das Special war zu Ghostbusters. Aber ein richtiges Thema gab es, glaube ich, auch nicht. So, wir gucken jetzt jedenfalls mal direkt rein. Für alle noch so zur Info, wer jetzt schon direkt weiß, wir müssen auf jeden Fall eine Lookbox haben, die könnt ihr euch bestellen unter get.digital/liberiarium. Die kommt einmal im Monat zu mir, da sind ganz viele Items drin von verschiedenen Fandoms. Was hatten wir schon alles? Star Wars, Game of Thrones, Ghostbusters, Doctor Who, Harry Potter, eigentlich alles Mögliche. Und ja, könnt einfach mal auf get.digital/liberiarium schauen und euch dann gerne eure Box bestellen. Aber wir wollen natürlich wissen, was in der Box zum Januar drin ist. Deswegen gucken wir auch mal direkt rein, ohne richtig reinzugucken. Weil wir versuchen immer, erst einen Zettel rauszuholen. Warte, oh Gott. Die ist vollgestopft bis oben hin, das merke ich. Ja. So. Ich glaube, nee, das ist er nicht. Es ist irgendwas anderes, auf jeden Fall nicht der Lootbox-Zettel. Ja, jetzt habe ich ihn. Okay. Jetzt habe ich ihn. Also, okay. Zu. Schnell wieder zu. Also hier steht nur episches Get Digital Lootbox für Nerd and Geeks. Wir haben drauf Captain America unter anderem. Ich will aber nicht genauer reinschauen. Nö. Also ich glaube, ist kein Thema. Januar 2019, also steht nichts dran, dass hier irgendwie noch besonders Thema ist. Deswegen. Dann surprise, surprise. Surprise, surprise, okay. Hier ist so viel drin, ich glaube nicht, dass es schaffen werden, das T-Shirt rauszufischen. Deswegen, oh doch, ich habe wieder das T-Shirt. Ich fange aber mit dem T-Shirt. Versuchst du es einmal nicht. Ja. Und schon. Es ist ein Deadpool-T-Shirt. I like. Und? Süß. Ich hab ihn nicht gesehen. Ah, I'm stupid. Vor allem der Pfeil auf dich. Ja, super. Dankeschön. Aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen taillierter geschnitten jetzt. Ne? Es sieht dann mit Frauen-Shirt aus. Ja. Die letzten Mal habe ich mich immer ein bisschen aufgeregt, dass es so Unisex. Ja, Unisex-T-Shirts sind. Obwohl es halt eigentlich ganz cool ist bei Unisex, weil so kann es halt jeder tragen. Ja, ja, aber klar. Ich selber würde halt lieber gerne den Frauenschnitt haben. Oh, finde ich süß. Jetzt habe ich auch mein Deadpool-T-Shirt. Ja. Ich habe nämlich, glaube ich, noch fast gar kein Merch von Deadpool, außer so ein Pinner. Ja. Du darfst das nächste Item rausholen. Okay. Oh Gott, wir vorne noch. Richtig. Ich weiß nicht, ob das. Es ist was. Es ist was Großes. Oh mein Gott, was ist denn da? Okay. What the heck? Ist das ein Purpur-Tentakel-Kostüm? Eine Decke mit Ärmeln. Nein! Nein, doch! Oh mein Gott, das ist eine Kuscheldecke. Ich raste komplett aus. Oh mein Gott, und dann auch vom Purpur-Tentakel. Jan wird ausrasten. Ey, hier ist schon mal ein Arm. Okay. Aber, ja. Warte, hier ist schon genau mal ein der. Und du hast Wie flauschig bin ich? Oh mein Gott, das ist sehr flauschig. Ultra flauschig, ne? Das ist voll schön. Ein Kostüm wegen Karneval, aber es ist tatsächlich eine Profi-Kuscheldecke. Ja, und es ist ein Profi-Kuscheldecke. Ja, 140 mal 200. Krass. Uni-Size. Geil. Schon mal bestes Item ever. Also schon mal gut ausgesucht. Ja. Der Digital. Sehr gut. Ich hab was. Kannst du das gucken? Oh, das ist Captain America. Circa 1940. This is not a toy. Shield? Quatsch. Geldreplika. Hä? Das ist wahrscheinlich so ein kleines, einfach, dass du dir hinstellen kannst. Oh mein Gott! Mit Aufsteller tatsächlich, damit du es wirklich hinstellen kannst. Vor allem hast du ein Zertifikat für Authentizität hier drin. Also, das ist halt auch ein wichtiges Item von Marvel. I'm so fluffy, I'm gonna die! Damit kannst du halt im Dschungelcamp gucken. Ja, klar, voll gut. Boah, es ist auch richtig schwer. Ultra hochwertig. So. Ich bin Mini-Captain America. Piu, piu. wie geht das da dran? Ich bin zu blöd. Da oben rein. Ah. Geil.
Girl. Das finde ich richtig cool. Wenn es halt schon mal gut. Aber jetzt hält es. Jetzt ist es richtig drin. Nice, finde ich geil. Ich will uns mal Mühe geben, dich reinzugucken. Hast du schon was? Ja, ich habe das Batman-Item. Ah, das ist Batman-Upgrade. Wecker mit der Batman-Projektion. Quatsch! Das Bat-Signal. Boah, wie geil ist das denn? Als ob. Ja. Hast das perfekte T-Shirt an, dass man jetzt nicht mehr sieht, aber... Jetzt Batman. Komm, für Batman ziehe ich mich auch gerne nochmal aus. Das klingt irgendwie falsch. Ja. Ich pack's aus, obwohl ich gar nicht weiß, ob wir Batterien da haben. Okay. Wir brauchen einen Schraubenzieher, um die Klappe aufzumachen mit der Batterie. Richtig nice. Ja, vor allem ist es das Bat-Symbol halt einfach auch wirft. Ja. Geil. Also soll es. Okay. Ja, cool. Sieht zumindest danach aus. Nice, nice. Sehr cool. Mir. Ich habe die Tüte erwischt, da sind direkt mehrere Sachen drin. Einmal ein Button. I took the red pill. Matrix. Das ist, glaube ich, wieder was zum Essen. Brain Stimulation. Mentale Top-Leistung nach traditionell chinesischer Ansatz. Das ist die rote Pille, oder nicht? Ja, I took the red pill. Oh mein Gott. Das passt auf jeden Fall. Es ist Nahrungsergänzungsmittel mit Matcha. Geil, mag ich schon mal. Oh, eigentlich ist hier nur Koffein drin. Hier ist Koffein aus grünem Extrakt, Matcha, Kaffee, Brahmi-Extrakt, Vitamine und Mineralstoffe. Okay. Verzehrsempfehlung, täglich maximal eine Dragie mit ausreichend Flüssigkeit und Zerkaut einnehmen. Ja, damit du abgehst. Perfekt, deswegen auch nur zwei, weil... Mehr geht nicht, genau. Und eine Karte. Und eine Karte, genau. Nee, ein Sticker. Ein Sticker, oh. Sorry, but your princess is in another castle. Süß. Martin. Oh, oh. Was ist das? Star Trek. Star Trek ist ja was für dich. Ja. Und oh, wir haben Spocky, oder? Ja, wir haben Spocky. Man kann es irgendwie zusammenbauen, denke ich. Also was für Jan. Ja, verschiedene Fandoms tatsächlich. Es gibt Achso, He-Man. Skeletor, Spock, Master Chief, Ezio. Ja, okay, dann bin ich eigentlich ganz froh, dass wir einen Spocky haben. Ja. Ach, herrje. Ja. Okay, also es ist tatsächlich für Tatsächlich für Jan. Der kann basteln. Ist halt wieder so ein bisschen Kram, der rumsteht, aber... Ja, aber niedlicher Kram, der richtig rumsteht. Richtig, schöne Deko. Schimmeldeko, was ist das denn? So, ich habe auch noch hier so Kram. Wacky Shots. Mini Wack and Win. Was ist das? Keine Ahnung. Pick Pull Power. Ich denke mal, das kannst du so flitschen wie jetzt null. Mach mal auf. Und was habe ich dann davon? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Lese mal die Gebrauchsanleitung. Die nicht auf Deutsch ist und nicht auf Englisch. Aber was soll ich denn damit machen? Also, in welche Richtung lässt man los? Ich denke, du lässt das hintere Teil los und das vordere, damit es flitscht. Das bringt überhaupt nichts. Nein, das bringt Verstehst auch du überhaupt, überhaupt nicht. Also. Verstehst auch nicht, weil diese Anleitung ist auf irgendwelchen Sprachen, die ich nicht spreche. Sei normal, Alter, Tululu. Vielleicht nochmal näher. Das ist wahrscheinlich skandinavisch. Irgendwas Skandinavisches. Aber ich habe auch keine Ahnung. Und hier hinten ist ja so eine Beschreibung. Man braucht, das ist scheinbar dieses Spielfeld dafür. Ja, da braucht man auch so mehrere Teile, also irgendwie... Also den Sinn dahinter verstehe ich jetzt nicht so. Also ich auch nicht. Das hätte man sich, glaube ich, auch sparen können, wenn man nicht gleich mehrere dazu tut. Ja. Das ist ein Türschild. No light, no sound, do not startle... What startle? Do not startle the gamer. Auf der anderen Seite steht, what a player too. Süß. Ja, kann man schön aufs Klo hängen. Ja. Ja. Das ist so ein Item, ne? Du guckst ja halt an. So, ja. Okay. Eine Sache ist noch drin, ja. Das ist die ich am Anfang rausgesucht habe. Mathe-Probleme rufen Sie mich an, noch bitte nicht. Kam dann, grow up. Das ist tatsächlich einfach nur ein Heft. Das ist ein leeres Heft. Also es ist wahrscheinlich, wenn du jetzt noch zur Schule gehst oder so, kannst du halt mitnehmen in den Matheunterricht. Und dann stehen da lustige Sprüche drin. Was macht ein Mathematiker im Garten? Wurzeln ziehen. Oh mein Gott. Naja. Nicht mein Humor. Mir persönlich bringt es jetzt gar nichts, weil ich halt nicht mehr zur Schule gehe und keine karierten Heftchen mehr brauche. Mhm. Naja. Das war's auch schon tatsächlich. Das war's tatsächlich, ja. Wow, irgendwie ging das heute sehr rasant. Ja, das war Gefühl, so ein kleines Päckchen. Ja, das stimmt. Aber es sind trotzdem wieder coole Sachen dabei. Coole Sachen dabei gewesen, finde ich auch. Was gefällt dir am besten? Ich finde das Capsule sehr cool, aber ich finde auch den Batman-Wecker sehr cool. Ja, also bei mir ist ganz klar, das ist natürlich die Profi-Kuscheldecke hier. Also ich finde es mega geil. Ich habe mir sowas geil. Schon immer mal gewünscht und jetzt auch was ultra-nerdiges.
Finde ich schon total cool. Ja. Aber es ist halt sowas, was, das würde ich mir niemals selber kaufen. Ne? Also ich auch nicht, weil mir wäre es viel zu warm. Ich finde es geil. Also ich kann heute Abend so auf der Couch so liegen. Vielen Dank auch wieder an Get Digital fürs monatliche Zusenden der Lootbox. Wir haben uns auch wieder sehr, sehr gefreut. Wir könnten jetzt nochmal nachgucken in dem Heftchen, ob wir noch irgendwie, was das nächste Upgrade ist. Und ob wir noch irgendwie was übersehen haben. Ja. Das ist so geil, dieses Bild von dem Typen. Ist auch einfach so happy. Im Purpur-Tentakel. Tatsächlich, du hättest bei diesen Figürchen da, diese Dinger, hättest du wirklich auch mehrere kriegen können. Aber ansonsten... Also das ist ein Mathe-Heft für Nerds übrigens. Das Ach so. Stand dabei. Das nächste Lootbox-Upgrade ist zum Thema Cthulhu. Ich kann es schon gar nicht aussprechen. Cthulhu. Also irgendwas zum Thema Horror, Cthulhu. Mal schauen, was da kommt. Ja. Aha. Sag uns deine Schuhgröße. In der Lootbox gibt es bald Socken, Strümpfe, Puschen, Latschen, Flipflops, Schuhe, Schlappen und mehr. Geil! Ja, da muss ich wohl noch meine Schuhgröße eingeben. Und wer seine Schuhgröße nicht einträgt, der kriegt die übliche Einheitsgröße. Also, falls ihr eine Lootbox bestellt habt, dann solltet ihr auf jeden Fall auf get.digital/Schuhgröße gehen und eure Schuhgröße einstellen. Das werde ich gleich mal direkt als erstes machen. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Lootbox, die dann im Februar zu uns kommt. Wir sagen vielen, vielen Dank. Wer jetzt seine eigene Lootbox bestellen möchte, kann das unter get.digital/Librarium tun. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Wer hört mir nicht zu? Dreimal A-Batterien. Du weißt nicht, was A und was A ist. Ah! Ja. Ich will sofort anziehen. Geil. Soll ich jetzt hier so sitzen bleiben? Ja, wenn du das willst. Ich traue mich gar nicht hinzuschlafen.